Bevor Sie in das wohlverdiente Wochenende starten, noch mal ein kurzes Update zu dem, was heute passiert ist, was wesentlich ist, aus meiner Sicht zumindest. Wir haben die US-Arbeitsmarktdaten bekommen und man könnte mit einem Wort sagen, die üben größeren Druck noch auf die Fed aus. Dementsprechend haben die Märkte reagiert. Renditen nach oben, die ja gestern schon durch die hawkische Wende plötzlich der EZB nach oben gegangen sind. Heute dann die US-Arbeitsmarktdaten und das ganze Spiel hat sich noch einmal weitergespult. Schauen wir uns die Dinge mal an. Wir hatten seltsam gute Arbeitsmarktdaten, 467.000, das lag über den höchsten Schätzungen für die Zahl, nachdem ja der ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch 300.000 verlorene Stellen gemeldet hatte. Wie kam all das? Naja, durch die sogenannten Seasonal Adjustments, saisonale Anpassungen. Und die Anpassung hier im Januar, die war so extrem groß wie noch nie in der Geschichte. Ob diese saisonalen Anpassungen reine Willkür sind oder in irgendeiner Form noch einen Sinn machen, sei mal dahingestellt. Jedenfalls haben wir auch die beiden Vormonate Dezember und November um insgesamt 700.000 Stellen nach oben revidiert. Eigentlich wäre wahrscheinlich der Januar faktisch mit Jobverlusten einhergegangen, wenn es nicht diese Seasonal Adjustments gegeben hätte. Also das ist ein Trick oder ein, wie soll man sagen, eine statistische Unschärfe zumindest, die praktisch nicht vorhersehbar ist. Und wir wissen zumindest, wem es etwas nutzt. Das ist der Präsident Biden, der dann sich gleich vor die Kameras gestellt hat und gesagt hat, guckst du, liebe Amerikaner, wir haben ja so viele Jobs geschaffen und 2021 war das beste Jahr für neue Jobs. Es sind ja 22 Millionen Jobs verloren gegangen. 87% sind nach den Seasonal Adjustments wohlgemerkt wieder da. Aber insofern relativiert sich die Zahl. Aber Präsident Biden, dessen Zustimmungswerte ja ganz, ganz unten sind, der brauchte jetzt einen solchen Erfolg und er hat sie bekommen. Apropos Erfolg, wir sehen ja, Amazon ist ja der große Gewinner. Die haben alleine in November und Dezember 150.000 Leute engagiert. Insgesamt, wenn wir sehen, war November 250.000 Stellen, Dezember 199.000 Stellen, also ein Drittel all dieser Stellen wären dann von Amazon. Und wenn jetzt der Januar mit minus 300.000 Stellen reingekommen wäre, womit manche gerechnet haben, dann hätte praktisch jeder Job, der netto in den USA geschaffen worden wäre, der wäre von Amazon geschaffen worden. Aber was war das Problem für die Märkte oder was ist das der Grund, warum die Renditen steigen und die Aktienmärkte zunächst mal nicht so begeistert reagiert hatten in den USA, trotz der höheren Stellenzahl, eben weil die Stundenlöhne deutlich stärker gestiegen waren, 0,7% zum Vormonat und auch der Vorjahresmonat war deutlich höher. Wenn wir uns jetzt mal den Privatsektor anschauen, da sind die Löhne um 6,9% zum Vorjahresmonat gestiegen. Und das ist dann schon so ein bisschen in Richtung der offiziellen Inflationsrate. Aber das ist eben das, was diese Gefahr in den USA ist. Da sind die Amerikaner uns ein Stück weit voraus, nämlich diese Lohnpreisspirale. Hier in Deutschland ist das noch relativ gedämpft, weil eben hier Gewerkschaften noch eine gewisse Rolle spielen. Da, wo die Wirtschaft wirklich ohne Gewerkschaften funktioniert, da steigen die Löhne auch schon sehr, sehr deutlich. Und das passiert vor allem in den USA bei den kleinen Firmen. 50% der amerikanischen kleinen Firmen haben im Januar Löhne erhöhen müssen, also die Hälfte. Und wenn wir uns das mal anschauen, das ist ein neues Allzeithoch, das hier erreicht worden ist jetzt, was die Löhne betrifft. Dementsprechend ist davon auszugehen, so sagt hier die Analyse des NFIB, das ist ein Institut, das praktisch die Kleinfirmen vertritt, die kleineren Firmen vertritt, die um und bei 60-70% aller Jobs ausmachen in den USA. Das wird das Jahr der Lohnsteigerungen in 2022, wie wir sie seit den 1980er Jahren nicht mehr gesehen haben. Und 80er Jahre waren ja die Lohnsteigerungen im Gefolge des Ölpreisschocks, vor allem ab 1979, nachdem Khomeini in Persien, in Iran an die Macht gekommen war, da war dann der Ölpreis wieder nach oben geschossen. Ähnliches passiert heute, aber nicht wegen Khomeini, sondern wegen verschiedener Faktoren, dazu gleich mehr. Jedenfalls reagieren die Märkte auf die Stundenlöhne und auch auf die besseren Zahlen, was die neuen Stellen betrifft, mit neuen Rekorden in Sachen Zinsanhebungserwartungen für März, 100% eingepreist, für Mai auch der nächste Schritt zu 100% eingepreist, Juni 82%, Juli als nächster Schritt dann 56, 56, 51, also
Man sieht, da ist man relativ hawkisch unterwegs. Jetzt gibt es Lombard, die sagen, ja, aber pass mal auf, das könnte schon sein, dass die Inflation doch nicht so hoch ist und dann die Märkte eine richtige Rallye machen, weil sie sagen, ja, und die Fed wird doch nicht die Zinsen so anheben, so stark wie erwartet. Aber wir müssen eins auch sehen, die Fed ist unter einem gewissen Druck. A, die Löhne steigen, B, die Inflation ist zu hoch, der Ölpreis steigt. Also es deutet da alles relativ stark in eine Richtung. Und die Fed hat ja das Problem, dass sie die Inflation runtergeredet hat, wie bis vorgestern noch die EZB. Jetzt ist man in einem Glaubwürdigkeitsproblem und will nicht sich wieder von den Märkten vor sich hertreiben lassen. Jetzt müssen sie sozusagen Glaubwürdigkeit bewahren und müssen diesen Kurs, den sie angekündigt haben, eben auch durchziehen. Und schauen wir uns mal an, wenn wir andere Märkte anschauen, etwa HYG, das ist das maßgebliche ETF für Junk Bonds. Die kommen jetzt schon ziemlich unter Druck. Hier steigen also die Renditen, die Risikoprämien für diese Junk Bonds. Ebenso sehen wir das durch den Anstieg der Renditen. Und wir sind jetzt bei der 10-jährigen fast schon in Richtung 2% unterwegs, 1,2925. Höchster Stand seit Dezember, genauer gesagt jetzt seit Dezember 2019, also vor der ganzen Corona-Geschichte. Das übt einen gewissen Druck aus, auch auf die sogenannten Realrenditen. Die Inflation bleibt bei 7%, aber wenn dann die Renditen für die Staatsanleihen nach oben gehen, dann wird die Realrendite weniger negativ. Und je negativer die Realrendite war, desto besser für die Aktienmärkte. Dementsprechend sehen wir jetzt hier einen gegenteiligen Effekt. Nicht nur in den USA steigen die Renditen, jetzt etwa die japanische und die fünfjährige deutsche Staatsanleihe ist das erste Mal seit vielen Jahren wieder über Null. Man glaubt es kaum, das Jahr 2021, so bemerkt Zero Hedge hier, war die Story, Inflation ist transitory, Slowdown ist transitory, könnte die Story des Jahres 2022 werden, also die Abkühlung der Wirtschaft. Und im Jahr 2023 könnten wir dann sagen, ja, die Stagflation ist transitory, also praktisch die Inflation, die nach wie vor bestehende Inflation bei Stagnation oder rückläufiger Wirtschaft. Hier sehen wir mal einen etwas seltsamen Chart, das ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe TNX, 1,925, wie vorhin schon gesagt. Das sieht wie ein inverse Schulter-Kopf-Schulter aus, mustergültig nach oben ausgebrochen. Also das sieht jetzt nicht so aus, als würden wir dann in nächster Zeit deutlich fallende Renditen sehen oder wieder Renditen sehen, die in Richtung 1% gehen, sondern das sieht nach mehr aus. Und jetzt warten alle natürlich auf die Verbraucherpreise aus den USA am Donnerstag. Hier ist die Erwartung 7,3% im Median, das die höchste Erwartung 7,6%, die geringste 7,0%. Also wir sehen, eine 7 scheint hier vor der Tür zu stehen. Und dementsprechend gibt es jetzt vermehrt schon Spekulationen, dass die Fed im März bereits einen halben Zinsschritt macht, also die Zinsen um 0,5% anheben wird. Kommen wir nochmal zu den Märkten, meine Damen und Herren. Wir sehen gestern den größten Sell-off beim Nasdaq seit 2020. Haben wir also im gesamten Jahr 2021 nicht gesehen. Gesichtsbuch Facebook, Meta sei Dank, da hat es richtig gekracht. Dennoch sehen wir jetzt die beste Woche des Jahres für S&P und Nasdaq in diesem Jahr. Also trotzdem wir jetzt am Donnerstag nach den Facebook-Zahlen so unter Druck waren, hat dann Emerson die Party ein bisschen noch gerettet. Jetzt aber ist das Problem, schauen Sie sich mal die großen Fang-Stocks an. Also als da wären Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple und Nvidia. Die sind lange Zeit, monatelang ziemlich gleich gelaufen. War mehr oder weniger eine Soße, ob du jetzt die oder die hattest, hat keine Rolle gespielt. Die Flut, die hat alle Boote noch gehoben, bis dann die hawkische Wende der Fed kam. Jetzt sehen wir, wie krass das auseinanderdriftet. Und das ist für Portfolioverwalter ein Riesenproblem. Die müssen jetzt aufgrund dieser Schwankungsbreite, die da plötzlich in ihrem Depot ist, eben sowohl die Gewinner teilweise reduzieren, als auch die Verlierer reduzieren. So eine Analyse von Nomura. Das könnte also das große Spiel werden. Wie geht es weiter bei diesen Behemoths, bei diesen großen US-Tech-Firmen? Und insgesamt sehen wir, dass die Liquidität jetzt in den Märkten
Vor allem in den Future-Märkten, etwa beim ES, also beim Mini-S&P-Future, das praktisch der meistgehandelte Future weltweit ist, was die Aktien-Futures betrifft. Da ist es so, dass wir teilweise Spreads von einem halben Punkt haben. Normal ist es ja nur ein Viertelpunkt. Da ist ein Problem, ein Liquidity-Problem, das hier Broker ausmachen. Und wir sehen, das gab es zuletzt eigentlich im März 2020. Also immer, wenn Unruhe da ist, wenn Volatilität da ist, dann entstehen solche Phasen, wo Liquidität ausdünnt, obwohl die Umsätze per se ja sehr, sehr hoch sind. Hier sehen wir mal nicht den S&P 500, sondern den S&P 1. Dem geht es ganz gut, weil eben Amazon die ganze Geschichte hier oben hält. Also hier sehen wir, das ist praktisch eines der wenigen grünen Bereiche, die hier offenkundig mit zu gewinnen glänzen können. Und wenn wir nochmal zum Thema Öl kommen, zum Thema Inflation kommen, da sehen wir jetzt die Retail Gasoline Prices, also die Tankstellenpreise, könnte man sagen, in den USA. Jetzt auf dem höchsten Stand seit 2014. Das tut den Amis weh. Das ist auch ein sehr politischer Preis. Biden weiß genau, dass er diesen Ölpreis nach unten kriegen muss, aber er hat ja schon die strategischen Reserven teilweise freigegeben. Es hat nichts geholfen, nur ganz kurz. Jetzt sehen wir, da ist der Weg wohl auch für Brent, dass sie jetzt schon der 100er Marke deutlich nähert, wohl gegeben. WTI auf 93 Dollar derzeit. Und wenn wir jetzt nochmal zur EZB kommen, die gestern ja umgefallen ist, inzwischen erwarten jetzt die von der EZB befragten Experten, sie selber haben ja keine Experten offenkundig, dass die Inflation in 2022 auf 3,0% steigen wird, statt auf 1,9% wie bei der letzten Befragung. Und hier noch der beste aller Volkswirte der Welt, das ist Marcello Fraccherino. Frage an die EZB-Kritiker, wie wäre es, wenn wir einfach mal der EZB Vertrauen schenken und ihre Unabhängigkeit respektieren würden? Marcello, der war nicht schlecht, Unabhängigkeit der EZB, also da muss man mal länger drüber nachdenken. Wirklich Humor und Tiefgang, dieser Mann. Schauen wir uns noch zwei Dinge an, meine Damen und Herren. Meine Analyse, die ich gebracht habe über die, ich will nicht sagen Manipulation der US-Arbeitsmarktdaten, die da passiert ist, das ist schon ein Statistikwunder aus den USA. Wenn Sie mal wissen wollen, was da genau passiert ist mit diesen Zahlen, dann empfehle ich den obigen Artikel US-Arbeitsmarktdaten über Statistikwunder. Kann man das noch ernst nehmen? Nein. Und dann auch, warum der Ölpreis derzeit so kräftig steigt, das geht uns ja auch alle an. Vier gute Gründe gibt es dafür. Auch dieser Artikel dürfte Sie interessieren, sollte Sie interessieren. Und ich wollte mich abschließend nochmal bedanken für die vielen Zuschriften auf meine Anfrage nach Menschen, die bei Finanzmarktwelt, mit Finanzmarktwelt arbeiten wollen, mit Artikeln, vielleicht sogar mit Videos über die verschiedensten Märkte. Habe ich wahnsinnig viele Zuschriften bekommen. Viel mehr als ich gedacht habe, das muss ich erstmal abarbeiten. Also für diejenigen, die mir da geschrieben haben, bitte um Geduld. Es wird etwas dauern, aber es wird kommen. Jeder kriegt von mir eine Antwort, das ist garantiert. Und hier sehen Sie nochmal diese beiden Artikel, die ich unter dem Video verlinken werde. Und sage jetzt Servus und ciao, schönes Wochenende.